Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge haben wir hier und das kleine Nebenquests gemacht, zum Beispiel in Barona oder in Land, und haben hier so ein Windgarn-Dingens bekommen, das wir aber noch nicht benutzen können, weil wir im Future Arc sind, nehme ich an. Und ja, erinnert ihr euch noch an diesen Ort? Hier waren wir noch ganz am Anfang im Future Arc und diesen Ort haben wir auch schon viel früher gesehen. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer es war, das Ding wiederzufinden, ey. Ich hasse es, sich hier durch die amazianischen Ruinen durchzunavigieren, ey. Jedenfalls, hier ist eine Entdeckung noch. Ding, der Windbergkern. Okay. Leider kein Skit, weil wir wahrscheinlich schon zu spät da hingegangen sind. Da hinten sehe ich was Schönes. So, prüfen, mach das Ding. Ah, okay. Ich dachte eigentlich, hier käme noch ein Skit, aber ich glaube, da sind wir schon ein bisschen zu spät, ne? So, ich habe mir nämlich vorgenommen, noch die restlichen Entdeckungen hier zu finden. Das ist jetzt minus dieser hier nur noch eine. Oh, Hildasgatter. Ich schaffe es. Kenne ich nicht. Und Eisenkraut. Mal 10. Was? Okay. Dann gehen wir wieder raus hier. Hier ist nichts mehr, ne? Okay. Ich hoffe jetzt, da links war ja auch so ein blaues Ding. Ich hoffe wirklich, das Ding bringt uns hier raus irgendwie. Sonst wird das lange dauern. Oh, ist eine Truhe, geil. Annie's Cutter. Das Leben besteht nicht nur aus einer Farbe. Irgendwie kommen mir die bekannt vor. Ich weiß nicht, von wo. Kriegen wir noch einige Katars. Wunderbar. Mit den sagen wir sind hier wieder am Eingang. Das wäre sehr schön. Ich glaube, wir sind sogar wieder. Ja, wir sind am Eingang auch. Oh, super. Geil, danke. So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine Entdeckung. Und ja. Wo die sich befindet, weiß ich auch, weil es ist ein bisschen einfach, wenn man einen schon durchgespielten Spielstand hat, wo man alle Entdeckungen hat. Und ja, da bin ich mal am Umswitchen, wenn ich gucken will, wo ist die letzte Entdeckung nochmal. Und ja, das ist an einem Ort, wo wir noch gar nicht drin waren und wo ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock habe hinzugehen. Weil da ist so ein dämliches Rätsel, das ich bis heute noch nie alleine irgendwie geschafft habe. Ich habe mich da dran gesessen wie irre. Und ich habe es einfach nicht alleine hingekriegt. Da muss ich irgendwann im Internet nachgucken. Ganz ehrlich, weil das war mir irgendwie zu blöd, ganz ehrlich. Das war schon nicht mehr normal. So, dafür müssen wir zu den Verliese. Ne, nicht Windbergruine, schon wieder. Ich glaube, hier war das. Sandschleierruine. Das ist diese Ruine, wo wir den amerikanischen Schlüssel, den nicht amerikanischen Schlüssel, diesen einen Schlüssel benutzt haben, den wir von Fodra haben. In diesen einen Ruinen unter Strata. Und ja, ich guck mal kurz, wie stark die Gegner sind. Pillepalle. Boink. Hubert kriegt trotzdem noch aufs Maul. Und Sophie auch. Sehr schön. Aber wegen Kämpfe sind wir sowieso nicht hier. Wir wollen nur die letzte Entdeckung finden und dann wieder raus hier. Ich habe jetzt keinen Bock, das zu machen, Nutzerlauer. Aber auf der Dreh habe ich jetzt gar keine Lust. Da werde ich auch nicht alleine schaffen, deswegen lassen wir das. Das werde ich mir irgendwann mal angucken und dann, ja, können wir noch mal hier vorbeikommen. Dann werde ich hier einschneiden oder was weiß ich. So, hier kann man nicht rein, da kann man rein. Das ist hier übrigens hier so eine Ruine wie in Fendel, wo auch so eine Dingen zwar. Hier war noch mal. War ja nicht auch so eine Pistole, so eine Kanone, die so nach oben geschossen hat, damit wir durch diese Aquasphäre durchfliegen konnten, wodurch wir nach Fodra gelangen konnten. Ich glaube, hier war da auch so, ne? Warum haben die eigentlich nicht aktiviert? Ich weiß ja gar nicht mehr. Egal, gucken wir uns hier um. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, aber es soll irgendwo hier sein noch. Tun wir uns auch ein bisschen hier umschauen, aber bis ich zu dem einen Rätsel komme, werde ich erstmal gar nicht bisher noch. Muss mal gucken. Liebesbeute keine. Weil das sind so noch die einzigen Dinger, die mir fehlen. Deswegen habe ich auch jeden Charakter jetzt so eingestellt, dass also Diebes angefallen setzt. Die Wahrscheinlichkeit haben, dass man was klaut. Aber wenn dir nichts zu klauen ist, dann ist das blöd. Was zum Teufel? Warte, ich habe mich Scheuer dabei.
Kann man nur, warum wir so viel Schaden kriegen. Aber ich will Sherry ja nicht dabei, Mann. Bah. So. Mein Gott, der klingt viel wütender, als es eigentlich nötig ist. So, Sherry, komm mal rein. So. Oh ja, hey. Okay, ist glaube ich nicht falsch, weil wir jetzt zu diesem Zeitpunkt hier sind, weil storytechnisch werden wir nirgendwo hier reingezogen, aber naja. Oh ja. Das sieht jetzt schon wunderschön aus. So, da ist so ein Ding, wo eine Erklärung dran ist, aber das werde ich jetzt nicht nachgucken, weil da braucht man nicht, ehrlich gesagt. Der einzige kluge Weg ist ja nur hier. Der einzige kluge Weg hier ist hier. So, ja. Wenn diese Dinger an so ein Quadrat gehen, dann kommen entweder Gegner oder Schätze. Und ich will Schätze haben. Sehr schön. Ja, verdammt. So, meine Trinkflasche. So. Gehen wir nach oben hin. So, das brauchen wir nicht mehr. Da oben wird da nichts bringen. Also nur da. So, da ist richtig, aber ich das hier unten hin. Ha, Truhe. Elftrank X, sehr gut. Alles klar, dann das Ding hier hin. Erstmal muss ich gucken. Hier wird da nichts bringen. Das Ding ist vollkommen nutzlos hier eigentlich. So, ich möchte erstmal den Schatz hier haben. Man könnte auch eigentlich die Gegner ja direkt umgehen, wenn man hier alles so im Vornherein umstellt, aber nee. Ohne Truhe. Kristallmuschelschale. Die baue ich in Xillia 2 gerade. Was zum Teufel? Die baue ich für eine Quest in Xillia 2, glaube ich. Ist doch sowas von ironisch hier gerade. So, hier ist der gleiche, okay. Dann mach mal das Ding an. War in dieser Gletscherruine nicht auch irgendwie solche Dinger? Ich weiß das gar nicht mehr. Naja, wir gehen nur hin, um die Entdeckung zu holen und ja. So, das sieht ja schon kompliziert aus, aber das ist noch nicht das Schlimmste, ja. Oh mein Gott. So, eins nach dem anderen. Als erstes ist da ein Ding. Und da ist ein Monster. Leck mich. What? Er tut mal wieder beleben. Aber nur die zerbrechlichen Leute gerade dabei, ne? Aua. Gut, Mann. Viele Kämpfe wollte ich eigentlich nicht hier einbauen. Lohnt sich eigentlich nicht. Ich bin schon auf Chaos hier. So. Das ist der einzigste logische hier. So. Weswegen soll ich da lang gehen? Das Ding muss hier hin. Das muss von beiden Seiten angetrieben werden. Das Ding muss auf jeden Fall so lang. Das Ding muss auf jeden Fall so lang. Das Ding so lang. Wer tut das denn ja alles umstellen? Ist ja nur nervig. Einmal so. Okay. Da lang wird nichts bringen, also da lang. Dahin möchte ich noch nach links. Oh, upsala, da bin ich ans Mikro gekommen. Da schon wieder. Mein Stuhl kommt die ganze Zeit ans Mikro. Marcheria. Sonnig. Boink.
Ja, ich tue jetzt nicht so stylisch kämpfen, weil einfach die Gegner kaputt hauen reicht im Moment. Die haben sowieso keine Chance gegen uns, ja. So, ich habe das Mikro jetzt nochmal umgestellt, weil die Perspektive ein bisschen besser ist. Ich hoffe, ich verstelle es nicht nochmal um. Alles klar, so. Nichts gewacht. Aber da unten habe ich noch was blinken gesehen gerade. Aber ist natürlich wohl geil. LF, ja, supi. So, dann kann man das hier so machen. So, das ist schon mal verbunden. Da gibt es auch nur eine Möglichkeit. Also so. Hier gibt es noch zwei. Warte mal, was ist das hier unten? Nix eigentlich. Was? Okay. Ist hier so im Kreis gelaufen. So, jetzt bitte nicht wieder auf Sherry. Okay, warum stirbt immer jemand? Was soll das? Mal gucken wir mal an, wie viel Schaden wir an denen machen. Oh Mann. So, komm her. Du gehst mir ein bisschen auf den Nerven, wenn du mich immer tötest. So, ich glaube, die Folge wird doch ein bisschen länger hier. So, warte mal hier, wenn da jetzt wieder ein Gegner ist, ne? Danke. Traumgummi. Das ist egal. Da unten ist nichts. Okay, dann machen wir das Ding mal fertig. Okay. Sehr schön, alles läuft nach Plan. Bis jetzt. Marianne ist mit dem Polieren des Edelsteins fertig. Ja, das habe ich auch auf Screen gemacht mal. So ein paar Edelsteine geschmiedet, wo ich keinen Bock drauf habe, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass die irgendwie so was, ja, so einen richtigen Unterschied machen. Aber naja, man kann ja nicht wissen. Ich gebe denen nur einfach so einfache Effekte wie P-Angriff und C-Angriff plus so und so viel. Oder Präzision und was weiß ich. Präzision und P-Angriff hier zum Beispiel für Hubert oder so. Und umgekehrt für Aspel, aber mehr oder weniger. Mein Gott, that ass. Keine Ahnung, irgendwie war ich von dem Hintern von dem Typen irgendwie gerade hypnotisiert. So, nächstes Dingen. Also, okay. So, das kann nur so hin. Okay, die Bastard, ich stelle die noch extra um, ey. So. Das Dingen. Das ist ein Monster. Ja. So, bitte nicht wieder auf Sherry, ja. Ganz einfach schnell fertig machen. Sehr schön. Bam! Bam! Ja, wir wissen, so viel ist gut. Teamarbeit ist der Schlüssel. Okay. So, das dahin. Eieiei. Das kann nur so hin. Na, da wird das aktiviert, sehr schön. Alles Teiler, die sind sehr gut. So, das wird nichts bringen. So, ich muss so genau irgendwie mehr Sinn machen. So, ganz langsam antasten. Was? Nein, der war richtig, mein Gott. Jetzt ist halt noch alles einfach und sehr unkompliziert, aber wartet noch. Echt nichts zu klauen? Boah. Dann kriege ich ja vielleicht nur die Beutetitel. Selbst die sind schon verdammt schwer zu bekommen. Den Elfmixer hochjagen, ja. So.
Dann gehst du da links. Das geht da nicht. Okay. So lang. Okay. Da sehe ich irgendwie nur so. Irgendwie einen Sinn. Was? Achso, ja, okay. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich glaube nach oben, ne? Lass mal hier noch mal ein bisschen machen. Dahin gehen wird nichts bringen, oder? Also müssen wir da lang machen. Und so wird auch nichts bringen, also müssen wir da lang. Ich könnte so oder so eigentlich, egal. So, dahin. So, darunter muss ich nicht. Also da lang. So, jetzt müssten wir da oben das Ding aktivieren. Also würde ich mal so machen vielleicht. Ja, sieht schon richtig aus, glaube ich. So. Warte. Okay, nee. Ist gut. So. Was? Sind wir noch nicht an. Okay, vielleicht muss ich das andere da unten auch erstmal anmachen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist denn hier? Das hier. Warte mal, ich muss das hier runter machen. So. Wir haben jetzt keine Schatztruhe. Danke. Ein klarer Kern. Den braucht man, glaube ich, für irgendeine Rollenspielpuppe. Wird nichts bringen? Na lang. Ja. Machen wir so mal. Und so. Jawohl. Elixier. Habe ich noch genug? Hatte ich hier das schon? Ja, ne? Ich glaube ja, okay. Vielleicht hat nicht schon nach links gemacht. So, ich glaube, so ist besser, ne? So, jetzt ist das an. Und das hier unten. Sehr schön. Mein Gott, 18 Minuten schon. So, irgendwo muss ich die Entdeckung finden. Ich habe schon wieder längst vergessen, wie die aussah. So, oh nein, das kommt mir sehr bekannt vor. Gehen wir da oben. Naja, weil dahinter ist dieser Raum, den ich meinte. Also, habe ich noch nicht erwähnt, ne? Aber da ist da, wo das verdammte Rätsel ist, wo ich am Verzweifeln bin. Worauf ich jetzt gar keinen Bock hab. So. Und das ist so richtig nett, weil ich muss ja die einzelnen Farben so anordnen. Und Rot und Blau ergibt ja Lila, ne? Das heißt, dann können die lilanen Platten ja überquert werden. Merkt euch das erstmal. Und dann, ja. Werdet ihr sehen, was ich gleich meine. Kommt die eigentlich mal irgendwie was? Bäh. Na, jetzt richtig. Oh Gott. Oh Gott. Ich würde sagen, ich mache jetzt still und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich werde das nicht offscreen machen, ich werde das schon onscreen machen, keine Sorge. Aber ja. Das reicht für ein Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grace F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.